Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal MK Design. Ja, nach 2 Monaten Pause endlich wieder ein Video. Das erste, worum es heute geht, wird sein, wir bauen einen Tisch. Den möchte ich einfach aus einer Holzbohle und dann Stahlfüßen machen. Dafür fahren wir jetzt erstmal zum Holzhof, holen da das nötige Holz weg, fahren dann zum Schrotthof, holen da den Stahl weg. Und ja, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid oder noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann würde ich sagen, let's go! Ja, moin! Das hier. Ja, sieht schon geil aus, ne? Also nehmen wir das Brett jetzt hier. So und so. Ganz geiles Teil. Gut, das reicht schon. So, wir fahren jetzt hier zum Schrotthof Milon und holen noch ein paar Eisen her für den Tisch. Und ja, bin mal gespannt, was es da so gibt. Perfektes norddeutsches Wetter. Ich hasse es. Ich mit meiner wunderschönen Mütze hier. Bei dem norddeutschen Wetter. Und da hast du noch ein paar Platten. Ja, nehmen wir die. Wunderbar. Wieso fliegt er denn jetzt in den Baum? Das versteht nicht. So. Ja, also jetzt sind wir hier auf der Suche nach den passenden Eisen für den Tisch. Bisher haben wir hier nur irgendwelche schönen Werkteile gefunden, aber leider keine Eisen zum Schweißen. Wie gesagt, schneiden die ab. Ist halt die Frage, ob das ganz geil aussieht, aber die müsste man ordentlich sauber machen, ne? Und das sollte ja eigentlich kein Problem sein, ne? 1, 2. Welche Höhe würdest du das machen? So. Mal dann schauen, wie so eine allgemeine Sitzhöhe ist, ne? Das stimmt. Okay, perfekt. Ja, dann nehmen wir das. Gut. Tschüss. Ja, also ich habe jetzt hier meine Tischplatte, habe ich mit einem Bandschleifer schon immer schön bearbeitet. Es kommt noch einmal 240er Schleifpapier und dann ist das Ding schon fast fertig. Dann wird es noch geölt ein bisschen, die Beine mache ich noch fertig und dann ist das Ding schon fertig. Also mir dauert das jetzt einfach viel zu lang mit dem Flexen und dem Schleifen. Deswegen mache ich das jetzt so. Vielleicht sieht man das hier, ja. Das hier ist einfach nur jetzt mit der Hand sauber gemacht, mit einem Tuch. Und das ist dreckig. Das heißt, das sieht schon mal viel geiler aus. Und ich mache das einfach nur mit einem Lappen mit Küchenrolle. Und das reicht mir. Um eine passende Sitzhöhe zu haben, kürze ich jetzt die Beine noch auf 70 cm Länge. Mit der Tischplatte komme ich dann auf 75 cm Höhe und das ist eine ganz angenehme Tischhöhe, würde ich mal behaupten.
als Finish werde ich jetzt Tangöl verwenden. Das ist lebensmittelechtes Holzöl. Das heißt, das ist auf jeden Fall dann lebensmittelfest. Das heißt, man kann dann gut auch mal was drauf ablegen und essen. Das ist kein Problem. Vorher, ganz wichtig, einmal abreiben das ganze Holz, damit der Staub von dem Schleifen alles runtergeht. Also sieht man auch auf dem Lappen, dass der eckig wird. Und dann nehmen wir uns jetzt hier ein Zewa-Allzweck-Tuch. Ich hoffe, dass es hiermit funktioniert, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich verdünne das auch nicht. Man kann das auch mit Orangenöl zum Beispiel verdünnen. Aber das habe ich jetzt nicht hier. Ich versuche das jetzt einfach. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ganz wichtig, wenn man Tangöl aufträgt, dass man alles überschüssige Öl, was jetzt hier oben drauf ist, mit abträgt, damit das später keine Kristalle bildet, weil dann sieht das nicht mehr so schön aus. Also wenn ihr noch einen Tipp habt, mit was man das gut auftragen kann, dann gerne einmal in die Kommentare schreiben, dann mache ich das beim nächsten Mal auf jeden Fall richtig. Weil das hier ist jetzt, es funktioniert irgendwie, denke ich mal, aber es ist bestimmt nicht das Beste. Und das fusselt ja so ein bisschen, ne? Also durch dadurch, dass es nass wird, das Öl. So, das Ganze muss jetzt hier, ich denke mal, so 3-4 Tage durchtrocknen, richtig durchziehen. Ich habe jetzt hier das überschüssige Öl habe ich abgenommen, also abgetragen, damit das Ganze jetzt hier nicht schwimmt, weil wenn das schwimmt, dann bilden sich so Kristalle und das wollen wir ja nicht. Ich werde euch das Zeug auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken, weil das ist nämlich echt richtig schön und vor allem das Beste ist, es ist auf Lebensmittelbasis. Das heißt, man kann das nicht nur für irgendwelche Tischplatten hier verwenden. Ihr könnt das Ganze auch für Arbeitsplatten in der Küche verwenden oder für einfache, schöne Schneidebretter oder sowas. Oder Teller oder Kochlöffel, die ihr selber macht. Da funktioniert das super drauf. Und der Vorteil von dem Zeug gegenüber Leinöl zum Beispiel, was man ja auch nehmen kann, ist zum Beispiel, dass das schneller durchzieht. Also das trocknet schneller, das wird schneller fest, das wird schneller weiter bearbeitbar. Und das ist ja sozusagen etwas, was gut ist, solange das auf natürlicher Basis funktioniert und nicht durch irgendwelche Chemikalien. Um das Wacken hier wegzubekommen, habe ich jetzt hier noch Unterlegscheibe, die ich einfach drunterlegen kann. Dafür richte ich den jetzt richtig aus und platziere die dann da drunter. Ja, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Es ist jetzt mittlerweile schon 2 Wochen her, dass ich den ganzen Eumel hier zusammengebastelt habe. Leider ist deswegen nichts geworden, beziehungsweise haben wir das Material gar nicht bekommen, um die Füße zu schweißen. Ansonsten, würde ich sagen, reingehauen, bis zum nächsten Video.